Hallöle, herzlich willkommen bei Bendys Chapter 3, der letzte Part von Chapter 3. Mit eurem Pibio-Biller. Ich sag da mal, schaut mal rein, was so abgeht. Ciao. Also nicht ciao, guckt euch das an. Und viel Spaß. So, da tun wir die Scheiße hier rein, die Axt. Ne, hab ich wieder die komische Röhre von Boris. Angel wird gerade von diesem Monster gekillt. Kann ich irgendwie helfen? Ich glaube nicht, ich gehe wieder. Ach, da oben ist er. Ach nee, das sind die Gegner. Ja, was ist denn jetzt hier los? Was sollen die Scheiße? Ich gehe jetzt erstmal in den Fahrstuhl. Alter, so viele Monster, das ist schön leckt, ey. Könnte ich mal hier rein hier? Aua. Alter, ich sehe nichts, ich bin tot. Ach, jetzt habe ich die Axt wieder. Hä? Lol. Ich hole erstmal meinen Fahrstuhl. Die Schweine, ey. Habt ihr gesehen? Die haben mich einfach hier vollgetintet. So, ich mach schon mal auf. Das heißt, ich hau da rein und gehe sofort los. Das, was die da labert, ist mir scheißegal. La 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 la. Zum ersten Mal gestorben bei Bendy. Auch mal geil. Geht mir aus dem Weg. Boah, geht mir aus dem Weg, habe ich gesagt. Ich will hier rein. Ich geh zur Fünf. Ey, was soll denn das? Die machen hier den Fahrstuhl futsch. Was soll das? Boris, helf mir doch! Könnte mal hier irgendwie... Wo soll ich hin? Ich speichere erstmal. Wo kommt ihr denn alle her? Lol. Die Tür geht auch gar nicht zu. Was soll denn die Scheiße hier? Soll ich jetzt nach oben? Da gehe ich halt nach oben, ist mir auch egal. Ich weiß nämlich gar nicht, wo ich hin soll. Soll ich jetzt nach oben oder soll ich irgendwie mich verstecken oder was soll ich machen? Oder soll ich jemanden retten? Ihr habt doch keine Ahnung! Sagt mir, wohin ich soll! Der Fahrstuhl ist der Futschbruch, es macht die Tür nicht zu. Ich glaube, irgendwas verfolgt mich oder... Oder träume ich? Oder gehe ich jetzt einfach mal komplett zurück? Einfach mal komplett zurück, ja. Hört sich auch gut an. Ich gehe. Das ist mein Plan. Erstmal komplett zurück. Vielleicht passiert irgendwas Gutes. Hä, was machen die denn jetzt mit dem Fahrstuhl? Hallo? Wo soll ich überhaupt hin? Ich gehe erstmal hier rein. Ich kann hier gar nicht rein. Hä? Ich weiß nicht, was die da machen. Ich höre nur irgendwie lautes Gebrüll. Wen soll ich jetzt verkloppen? Ich brauche Hinweise. Ey, die miesen Schweine, ey. Ach, lalala. Ey, wie kann man so spielen, fragt ihr euch? Ich frage mich das selber. Wie schaffe ich das? Ist ja mal richtig nice, wie ich das kann, ohne es zu wollen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich gehe einfach komplett zurück. Wollen wir erstmal escape. Wohin soll ich? Sage's Wort. Kill the Butcher Gang. Okay. Die habe ich doch gerade die ganze Zeit gekillt. Oder verfolgen die mich jetzt, oder wie? Die Butcher Gang soll ich verkloppen. Ist hier hinten die Gang? Da müsste doch einer wenigstens sein. Nö. Hallo! Wo seid ihr denn? Irgendeine Butcher-Gang, ey, wo ist die denn? Zum Glück leckt es, wenn ich kämpfe, da gewinne ich nicht.
oder soll ich den letzten da unten auch noch besiegen? Dann renne ich ja für umsonst hier hoch. Ich wette, ich renne für umsonst hier hoch. Schon wieder. Hä? Was mache ich denn hier? Oder sollen die Tür nicht auf? Da hinten sehe ich Tinte. Also, ich sag mal... Ich glaube, die letzte Gang ist ganz unten. Ich muss wieder alles zurücklatschen. Kurzer Jumpcut bis zu irgendeiner Stelle, wo was passiert. Wenn nichts passiert, dann passiert nichts. Also bis gleich. Ach, da ist ja einer. Guckt euch das an. Hab's jetzt gewonnen? Der ist mir hinterhergelaufen. Wie geil ist das denn, ey? Da brauche ich ja überhaupt nichts machen. Toll, ich muss den ganzen Weg nochmal zurück. Und die labert mich jetzt wieder zu, ey. Ich rufe sie gleich per Handy an. Return to the Angel. Ist das der in Ernst? Warum? Jumpcut. Boris, wenn du mir demnächst mal helfen würdest, wäre alles geil. Aber nee, du bist so doof dazu. Arschloch. So, wir fahren mit dem Fahrstuhl. Es geht wieder. Ich dachte schon, ich müsste wieder den ganzen kompletten Weg latschen. Also, war es wahrscheinlich wieder nur ein kurzer Jumpcut. Hallo, ich bin wieder da. Und demnächst sagt mir Bescheid, was ich machen soll, ey. Ich hab alle verprügelt. Alle. Oh, Moment mal, warte mal, da kommt ja einer. Ah, gut, danke. Nein, der Freund von mir, okay. Kenn ich nicht. Oh. Du gibst mir Firepower? Das ist mal, wurde mal Zeit hier, ey. Hat die mich verarscht? Wer fühlt denn jetzt? So, jetzt muss ich erstmal runtergehen, was essen. Another day, another dollar. Und wir werden im nächsten Part dann... Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich jetzt aufnehme, also ich tue jetzt klein... Bye-bye. Erstmal kurz, ganz kurz bye-bye. Mal schauen, wann ich wieder weiterspiele. Normalerweise wollte ich heute rendern, mach ich heute später. Wahrscheinlich heute um 0 Uhr. Ist auch eine gute Uhrzeit. Und ich muss endlich mal länger wach bleiben. Ich bin die ganze Zeit immer am 24-Stunden-Schlaf. Das nervt. Deswegen. Erstmal Jumpcut wahrscheinlich bis irgendwo hin. Ja, bis gleich. Für euch eine Sekunde, für mich 10 Stunden. Ja, so ist das. Und ciao. So. Bin wieder da. Hab grad gemittagt. Ja. Hab Mittag gegessen und jetzt geht's los. Mal gucken, was hier abgeht. Boris, ich hoffe, du weißt Bescheid. So wie du mich anguckst, glaube ich nicht. Scheiße! Weißt du überhaupt, wo wir hingehen? Oh, sieht das nicht schön aus? Da liegt einer tot. Oh, Level 14. Cool, dass du wieder hier alles zumachst. Warum liegt der da tot, ey? Der ist hundertprozentig am Leben. Der hat was in der Hand. Eine Knarre. Ach nee, ein Herz. Kürbis? Was? Ach, keine Ahnung, was das war. Egal, weiter geht's. Ich hoffe. Alter, sieht das hier wunderschön aus. Und die labert mich wieder zu. Ich habe keine Ahnung, was die labert. So, jetzt rennen wir einmal im Kreis oder was? So, hier geht's lang und dann geh... Noch. Gehen wir jetzt in die Finsternis oder gehen wir nicht in die Finsternis? Ich gehe hier in die Finsternis. Wir müssen zu Bendy, glaube ich. Oh, ist das schön. Oh ja, geil. Ja. Juhu. Ist der Weg? Ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen. Unfair, ey. Hier ist nichts. Wie soll man denn hier im ganzen Dreck hier was sehen, ey? Gucken wir mal am Himmel.
Jetzt wisst ihr. So lecky ist das, ey. Richtig scheiße. Ich hoffe, ich schaffe das, diesen Part. Jetzt bin ich richtig im Tinto. Das ist die schwarze Palast von mir. Mein schwarzer Plan wird funktionieren. Oh, Speicherpunkt. Ja, Gehirn 3, was weiß ich. Warum ist der tot? Aha. Irgendwas ist creepy, meint er. Aber in Wirklichkeit ist der bekloppt, ob wir reingeht's nicht mehr. Wir müssen jetzt unbedingt. So, was ist gut? Wenn man auf Bendys Augen guckt. Sieht das aus wie Pac-Man, der nach da geht und was essen möchte? Oder man guckt anders, das sind die Pfeile, die nach da gehen. Und ich mag Pac-Man, deswegen gehen wir nach hier. Nach hier! Ja! Nice! Cool, bin ich davor? Nö. Bendy läuft da hin und her, was ist denn so schlimm daran? Oh, noch ein Herz. Okay, wenn was passiert, einfach da rein. Hat er auch ein Herz? Nö, der sieht einfach nur scheiße aus! Da muss hier hinten ein anderer Weg sein. Ich muss, glaube ich, nach links. Jupp. Hier ist das nächste Herz. Ist das überhaupt ein Herz? Was ist das überhaupt? So, von hier kämen wir von der anderen Seite. Okay. Dann ist das eigentlich easy. Das Ding zum Reingehen. Und da hinten steht jemand. Oder ich... Ne, da hinten steht gar keiner. Ist nur Dreck. Oh. Da hinten stand jemand. Oh. Aha. Feuer, geil. Feuer, ja. Da ist das letzte Herz, oh ja. Der kommt eh hier lang. Der Hacker. Da ist das nächste Herz. Hä, was willst du denn hier? Geh wieder nach Hause. Ja, Return to Angel, ey. Die sind ja riesig, aber... Cool, da habe ich diesmal alles gefunden, ohne dass irgendwas passiert. Und der komische mit der komischen Taschenlampe auf dem Kopf. Oder Kamera, oder wie, was er da drauf gehauen hat. Ja. Mal gucken. Für was machen wir das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Das wäre witzig, wenn der jetzt hinterhergerannt kommt. Weil dann würde ich sagen, haha, ich bin schneller als du, du Loser. Haha. Schnell, bevor der wirklich hier angerannt kommt. Schnell zur 9. Hoffentlich habe ich die 9 gedrückt und nicht die 11. Boris, ich habe jetzt Herzen eingesammelt. Hallo. Der hört mir gar nicht zu. Der bleibt einfach hier stehen und der weiß nicht, was hier los ist. Lass mich durch. Hey, was? Was? Keine Ahnung. So, danach haben wir eigentlich nichts mehr. 63 Grad drehen. Hup! Ich kann nicht hupen. Ich kann nicht hupen. Doch, ich kann hupen. Jetzt auf einmal. To-Do-List, my little Enderboy. Okay, das war ihr letzte To-Do-Liste. Ja, ich gehe zum Lift. Alles gut. Ja, ich gehe nach Hause. So, wir gehen nach Hause, hat sie gesagt. Danke, Alice, meine Süße. Ja, ich finde es auch wunderschön im Traum. Wunderschön, in schöne warme Sonne, ja. Ne, das will ich eigentlich nicht sehen, grünes Gras, weil dann werde ich mal high davon. Ey, ich muss aufhören zu reden, wenn die redet. Oh ja, danke. Ach ja, das ist erst die 11. Was ist denn jetzt los? Warum weinst du? Oh, die lacht. Was, wenn sie lacht, das ist nicht gut, oder? Hä? Ist das jetzt gut? Gehen wir nach oben? Wie weit hoch geht's denn noch? Kann die mal aufhören zu reden? Ey, hat die einen Knall? Boris! Ich wollte gehen! Warum darf ich nicht gehen? Kann ich hier einen Knopf drücken? Boris, ich wusste gar nicht, dass das eine Frau ist.
Jetzt weiß ich, warum du gerne weggehst von ihr. Die ist so besessen von dir. Lol. Wie tief kann es denn noch gehen? Wir sind doch schon fünfmal... Ja, nein. Geht's jetzt hoch oder runter? Es geht hoch und runter. Es geht gleichzeitig. Ich habe keine Ahnung. Nein, 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 nein. Dumme Kuh. Oh, Boris, du machst mich wach. Pass auf, da hinten kommt sie. Boris, pass auf. Hinter dir. Ey, Boris, hinter dir. Boris ist tot. Was denn jetzt passiert? Lol. Was? Fertig? Lol. Oh, okay. Cool, da haben wir Chapter 3 schon, haben wir es endlich geschafft. Natürlich habe ich wieder viel zu lange gebraucht für ein Chapter. Aber dieser Chapter war eigentlich der beste. Nur wenn die nicht hier dieses extra Feature mit den, wie soll man sagen, mit dem Dings da gemacht hätten, mit den Grafik, dass man da Licht an, aus und so alles machen kann und sehr viele Häkchen rein und raus machen kann. Dann wäre es wahrscheinlich ohne Lecks gewesen. Oder ein paar Lecks, aber nicht so extrem wie sonst. Bei den ersten drei Parts war das ja nicht so. Bei den ersten zwei Chaptern, aber hier bei Chapter 3 und die ganzen Dingern, hätte besser sein können. Ich hoffe, bei Chapter 4 gibt es weniger Grafik, ey. Einfach so wie bei den ersten zwei, drei Parts. Das war witziger und schöner. Da konnte ich mich auch erschrecken. Jetzt konnte ich mich gar nicht erschrecken. Null. Null! Chapter Contest Winners Chapter 2. Lol. Lol. Social Media Team. Special Thanks Patreon. Ach ja, ich Idiot. Ich hätte Patreon machen sollen. Da hätte mein Name irgendwo sein sollen. Sein können. Tun. Aha. Mal gucken, ob ich einen Namen lese, den ich irgendwie. Ich sehe so viele Namen, keine Sau kenne ich davon. Also haben wir diesmal weniger gemacht als sonst, ja? Special Thanks. Okay. Schade. Aber Bendy war geil. Bendy will return. Was? Bendy will zurück? Warum? Hallo? Bendy? Also wird Chapter 4 definitiv Bendy wieder. Scheiße. Bendy ist auf dem Weg zu uns. Scheiße. Oh. Oh. Ich kann jetzt nur sagen Outro, weil jetzt ist Outro-Zeit. Ja, ich hab's geschafft, endlich. Zu Recht ist der letzte Part und die Kanäle, solche Dinger, bla bla bla. Bendy war super. Ist eigentlich ein geiles Spiel. Ja. Mehr kann ich nichts dazu sagen. Wir warten nur noch auf Chapter 4 und 5. Und vielleicht sind die so geil drauf, dass sie noch Chapter 6 machen. Und ich guckt euch das an. Options. Da. Das ganz alle. Ich hoffe, ich glaube, ab jetzt müsste ich die Maus anmachen. Mach ich nur mal kurz. Oh, hoffentlich. Ich mach das wahrscheinlich eh nicht. Ich hoffe, meine Webcam ist jetzt nicht über das. Die rechts, das alles muss ich ausmachen, damit es nicht leckt. Aber auf Medium, das ist eigentlich... Ich sag mal so, wenn das alles nicht schwer, weil am Anfang bei den ersten zwei Dingern haben sie nur vier von den Dingern gehabt. Und da war alles super und jetzt... nicht so. Egal. Ich versuche jetzt mein restliches Zeug zu rendern. Und dann bin ich fertig. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Chapter. Mal schauen, wann der rauskommt. Wahrscheinlich 2018. Ecke Pilo. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.